Auf den Tag genau heute vor einem Jahr habe ich beschlossen, meinen YouTube-Kanal, der tatsächlich schon seit Ende 2011 besteht, damals noch unter dem Namen Harrymopf, nach längerer Inaktivität wieder zu reaktivieren. Hey du, ja ganz genau du. Ich habe zwar schon davor ganz selten mal hin und wieder gelegentlich eine Buchrezension hochgeladen, aber erst am 5. August 2020 habe ich beschlossen, dass das mein neues Kanalkonzept wird. Ich mache Buchrezensionen, Buchvorstellungen, spoilerfrei, auf den Punkt gebracht, dass mein Kanal ein Book-Channel wird. Ein Jahr, 37 Videos und knapp 100 Abonnenten später bin ich immer noch super froh über diesen Schritt. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie ich in der Statistik mit diesem Wachstum in diesem einen Jahr dastehe, aber es ist mir auch egal. Tatsache ist, ich bin ziemlich happy damit. Denn was gibt es eigentlich Schöneres als lesen? Darüber zu reden. Und ich bin super froh, dass ich das kann und dass es tatsächlich ein paar Leute gibt, die sich das gerne anhören. Klar, von meinen insgesamt jetzt mittlerweile 540 Abonnenten sind wahrscheinlich nur so um die 50 bis 100 wirklich aktiv, weil so viele Aufrufe kriegen meine Videos im Schnitt. Aber ich bin ziemlich glücklich damit, dass ich so einen Überblick darüber habe, dass ich tatsächlich die Leute, die meine Videos kommentieren, mittlerweile so ein bisschen kenne, also vom Namen her, dass ich tatsächlich alle Kommentare ohne Probleme lesen kann und da nicht in Stress komme. Kurz, ich bin einfach sehr happy damit, dass ich nach 2 Jahren, in denen ich sehr damit gehadert habe, dass ich kein wirkliches Ziel, keine wirkliche Idee, kein wirkliches Konzept für diesen Kanal hatte, nun doch eines gefunden habe, mit dem ich sogar 4 meiner Hobbys miteinander vereinen kann. Lesen, darüber reden, Videos drehen und schneiden und diesen YouTube-Kanal zu pflegen. Das macht mir einfach super viel Spaß und ich freue mich, dass ich das in Zukunft noch lange hoffentlich weitermachen kann. Und ich freue mich über jeden und jede, die mir dabei zuschaut und jeden und jede, die mir ihre Meinung zu meinen Videos und zu den Büchern, die ich vorstelle, in die Kommentare schreibt und mit mir darüber diskutiert. Denn wie gesagt, das ist ja eigentlich das Beste an dem Ganzen.